finde das sehr fantastisch. Gibt es so einen Lüftungsschacht, macht man auf. Hat mit Bruchteilen von Sekunden Umgebungstemperatur von mindestens 60 Grad. Also sehr effektive Heizung. Genau, auf der Strecke sind, wie man da oben so sieht, immer so Brenner, dass man auch die Stromzufuhr in so Streckenreiche ausschalten kann, wenn irgendwas passiert. Sagen wir jetzt, wir sind im Tunnel, wir müssen in so einen Fluchttunnel rein. Wenn wir irgendwie stromtechnisch einen Schaden haben, dann kann man immer von oben noch mit dem Zug hinfahren oder vom Tal her.